Oh. Oh oh. Och nö. Dich gibt's auch noch. Kannst du nicht endlich verschwinden? Nee. Das ist ein Nee und 8 Hees. Hallo Dolmetscher. Roboter. Oh, wie schön euch wiederzusehen. Nein, warte. Lange nicht gesehen, sagt Fassatz. Ich sage euch, nee, denn ich werde euch nun durch und durch zerstörerischen Schaden zufügen. Fahrt er fort. Ich wurde in eine unglaubliche, wahnsinnig starke und gefährliche ultimative Waffe umgebaut. Ich werde folglich als zweifelslos haushoch gegen euch gewinnen. Ist, was Fassatz sagt. Nein, mehr als das. Ich werde eure Geschichte ein Ende setzen. Das geht aber nicht. Ich füge euch Schaden zu und füge euch dann noch mehr Schaden zu, bis ihr am Boden liegt, sagt Fassatz. Das wollen wir doch mal sehen. Also dann, hier komme ich. Nee, nee, nee. Fassatz ist jetzt bereit zu kämpfen. Hier kommt er. Wir sind aber nicht bereit, wobei, haben wir eine Wahl. Wunder, Fassatz, ey. Du hast ja noch mehr Trompeten als vorher. Wie schlimm kannst du noch werden? Das wissen wir, aber leider noch nicht. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass wir PK Sternsturm ansetzen. So, wo habe ich nochmal diese Metallkanne? Beziehungsweise wer hat die? Moment. Planänderung. So, halbiert Schaden. Nein, ich erstmal die Verteidigung. Auf alle. Kumatora. Du senkst erstmal seinen Angriff. So. Gut, dann dürft ihr beide euch auch darum kümmern. Beziehungsweise, wo ist der kittete Stock da? Na gut, schnüffeln wird nichts bringen, weil Fassad ja scheiße ist. Ich habe noch die Superbombe. Hat die nicht auch, wo ist diese Metallkanne? Beziehungsweise das Salzwasser-Ding. Ach, scheiße. Ja gut, kriegst du trotzdem eine Superbombe ab. Flieg! Ach, scheiße. Kitzeln können wir ihn nicht mehr. Wunderfassad macht schiefe Töne. Und verteilt einen schrecklichen Gestank. Auch das noch. Gut, Kumatora kann nicht mehr essen. So, senken wir erstmal seinen Angriff. Und steigern unsere Verteidigung. So, dann haben wir das schon mal. Ich weiß nicht, ob es was bringen würde, unseren Angriff zu steigern, aber ich glaube, verkehrt wäre es nicht. Wie viel PP habe ich noch? 165, 50, 100, 150. Es würde ein bisschen fehlen. Das ist scheiße. Oh, Medizin Omega. Halt alle Statuseffekte an, sogar Ohnmächtigkeit, okay. Das heißt, das könnte ich wahrscheinlich, wenn ich Pech habe, gebrauchen. Ich könnte höchstens noch versuchen, Schild zu machen. Weiß jetzt aber nicht, ob das effektiv wäre. Ich versuche erstmal, ihn einzuheizen. So. PK Sternsturm genauso. Gut, das da, ich glaube, seine Verteidigung senken bringt gerade auch nicht viel. Das heißt, ich will es mit Kumatora nochmal probieren. Also auf jeden Fall, Kitzeln bringt ja nie wenig. Moment, warte mal, hast du die? Nein. Ich hätte noch einmal frische Minze für Kumatora. Das kriegt sie jetzt auch noch einmal. Und bauen die du gerade so an. Na, er hat natürlich ein Schild. Ich hoffe nur, dass er kein PSI-Schild hat. Vergesslichkeitsspray. Ach nö. Jetzt kann ich natürlich mit Lukas keinen, ja, PK, PSI zocken. Oder PK zocken einsetzen. Toll. Er kann sich nicht an Spezialskills erinnern. Danke, Fassad. Habe ich irgendetwas, was das aufhebt? Nee, ne? Kumatora, ich glaube, du musst gleich herhalten. Na, dann muss ich erstmal normal angreifen.
Haben wir hier irgendetwas, was dagegen wirkt? Medizin Alpha? Halt einen Statuseffekt pro Person. Ich hoffe, das hilft auch gegen Vergesslichkeit. Moment, kann man das irgendwie die Beschreibung... Nee. Kann man nicht erweitern? Wäre jetzt echt nicht verkehrt zu wissen, ob das Verschwendung ist, aber ich gehe einfach mal vom Besten aus. So, ihr beiden greift einfach mal normal an. Jetzt muss sowieso erst dein Schild verschwinden. Na toll. Jetzt ist Lukas auch noch übel. Gut. Ja, er erinnert sich wieder. Einziges Problem ist, ihm ist halt noch schlecht. Egal. Du kriegst trotzdem PK-Zocken ab, ob es dir gefällt oder nicht, Fassad. So, jetzt sollte ich aber ein bisschen erstmal in die Heilungsphase gehen. Wobei, warum? Noch haben wir genug HP. Also kriegst du noch mal PK-Sternsturm ab. Hat keiner mehr von euch irgendwie noch... Gut, also Lukas kann ich nur heilen aktuell. Ihm kann ich nichts zu essen geben. Was ist ja denn, er oder Kumatora hat noch irgendetwas Brauchbares. Egal, Attacke! Ein intensives Licht. Na was? Das hast du nicht getan, Fassad. Oh oh. Lukas und seine Freunde griffen an und brochen einen von Fassads Hörnern ab. Es waren aber mehrere als nur einer. Fassads Herz füllte sich mit Hass. Fassad macht jetzt ernst. Ja, schönen Dank auch. Du hast Kumatora schon auf dem Gewissen. Wie willst du da jetzt noch mehr ernst machen? Gut, Kumatora, du musst wieder zurückkommen. Wobei, habe ich nicht noch einen Gegenstand? Bevor ich die PP dafür verschwende. Eine Dose Lebensnudeln, natürlich. Kumatora, guten Appetit. So, das da. Was mache ich mit dir jetzt am schlauesten? Ach komm, greif an. Okay, jetzt hat er ein PSI-Schild. Das ist gar nicht gut. Egal, Kumatora ist schon mal wieder dabei. Und selbst wenn er jetzt PSI-Schild hat. Wir haben PK... Oder PSI... Ja, PK-Zocken. Und PK-Sternsturm. Auch wenn dadurch der Schaden minimiert wird. Egal, Rache. Einfach dafür, dass du Kumatora umgebracht hast. Ha! Nimm das! Tja, das war wohl ein Griff ins Klo. Na, wie schmeckt dir das, Fassad? So, zweimal PSI-Angriffe noch. Lukas wäre schneller. Er könnte schon mal brechen mit einem schwächeren Angriff. Ich sollte aber Boney heilen, merke ich gerade. Wobei, da mache ich erstmal eine Heilungsrunde. Alle, ja. Boney, er überlebt mit 3 HP. Ganz knapp. Ich würde die PP erstmal auch noch aufsparen. Kumatora, hast du noch was Brauchbares an Gegenständen? Ja, dann benutzt du nämlich erstmal was anderes. Aufrichtigkeitsklöße. Klöße, Klöße, Klöße. Da ist doch die Salzwasserknarre. Die kriegst du jetzt ab, Fassad. Na warte. Hotdog-Sushi? Kriegt das doch. Und Boney greift einfach mal an. Oh oh. PK-Donner, bitte nicht auf Boney. Ach, Kumatora ist betäubt. Nicht gut. Boney ist tot. Nicht gut. Da bringt mir das Hotdog-Sushi leider auch nicht mehr viel. Gut, wie bringe ich jetzt Boney wieder am besten zurück? Ach, wisst ihr was? Ich muss jetzt auf Risiko machen. Boney, hast du noch einen Heilgegenstand so rein zufällig? Nein? Ich meine, das da.
Ich versuch's mal mit einer Rauchbombe, wobei das wird gegen den auch nichts bringen. Einschläfern. Scheiße. Ich glaube, die Geräusche bringen bei ihm auch nichts, weil er wahrscheinlich taub ist, wenn er halb mechanisch ist. Gut, das da greife einfach an. Genau, tret ihn. Okay, das da ist tot, wenn das jetzt nicht irgendwie schnell klappt. Scheiße. Guck mal, Tora kann sich natürlich nicht bewegen. Ach, egal. So, komm, überlegen. So, Dörrfleisch, damit das da überlebt. Ich versuch's nochmal mit PK Sternsturm. So, das da greif an. Er heilt sich natürlich. Ach, guck mal, Tora, lass mich jetzt nicht hängen. Okay, Lukas, hast du noch was Brauchbares? Was PP heilt? Ist... Nee. Doch, magischer Pudding. Gut, benutze ihn. Nein, das wird nicht funktionieren. Scheiße. Okay, kann ich wenigstens irgendwen heilen? Wenn ich jetzt wüsste, was er als nächstes für einen Angriff macht. Medizin hätte ich noch. Alle, ja. Ich muss einfach hoffen, dass ich schnell genug bin. Wenn das da wenigstens noch was Brauchbares hätte. Stimmt, er hätte das noch. Gut, Bauli, komm zurück. Das heißt hinüber. Komm schon, heil wenigstens Bowley noch. Bitte. Dankeschön. Wenigstens hat das nicht umsonst gemacht. Hm. So viel dazu. Fassad, du machst mir gerade sehr schwer zu schaffen, weißt du das? Okay, ich hätte noch ein geheimes Kraut. Ich habe sogar noch eins. Gut, dann hole ich euch erstmal wieder. Ja, heil dich von mir aus erstmal. Das ist mir gerade tatsächlich ein bisschen lieber. Als dass wir hier noch wirklich drauf gehen. So, jetzt wüsste ich nur gerne mit Pepe. Nein, das geht ja nicht, Mann. Ich hab... Moment. Habe ich wirklich nichts mehr, das Lukas? Ach, scheiße. Ja gut, dann muss ich mit Lukas angreifen. Ich sehe aber gerade, die haben alle nicht viele HP. Der wird, die Heilung auch nicht viel bringen. Dass er denn, Lukas ist schnell genug. Ich glaube, diese Runde wird an ihn gehen, denn wir haben Glück, dass wir ihn einfach so gut draufhauen. Dass es doch noch irgendwie klappt. Es muss ja nur einer überleben. Ach, du kannst das auch. Scheiße. Komm schon, Kumatora. Ach, danke. So, friss das. Gut, er schluckt noch meine luxuriöse Banane. Es war klar, dass es nicht reichen wird. Okay. Du lässt mir keine andere Wahl. Ich muss auf Kumatora hoffen. Ich kannst du jetzt leider noch nicht einsetzen. Und ich bin mit Sicherheit nicht schnell genug. Um ihn irgendwie noch zu hypnotisieren. Nein. Verteidigung Alpha.
Das funktioniert natürlich nicht, war ja auch klar. Okay, Kumatora, komm schon. Auch warum musst du immer so viel fressen? Ist mir jetzt scheiß. Nein, du sollst sie nicht essen. Kannst du sie nicht Kumatora geben? Ach, scheiße. So viel zu meinem Plan. Ach, warum kann ich das nicht Kumatora geben? Na, egal. In der Hoffnung, dass es mir noch irgendwas hilft. Ich bezweifle es. Dann muss ich PK Donner einsetzen. Noch PSI-Schild auch noch. Gut, Donner geht trotzdem durch. Aber das war's jetzt. Gut, ich kann nur noch angreifen. Das war's dann mit uns. Jetzt sowieso. Ja, toll. Das bringt mir auch nichts mehr. Ja. Was hätte es mir jetzt gebracht, wenn ich Lukas vorher hätte reinlassen? Ah. Scheiße, Mann. So eine Kacke, Mann. So, jetzt wirst du leiden, Fassad. Dann wirst du keine luxuriösen Bananen mehr essen. Dafür werden wir sorgen. Es hat sich ausgespeist. So, selbe Strategie wie vorher, damit wir wenigstens nicht ganz so viel Schaden erleiden. So. Na, reicht schon, jo. Seine Trompeten zerfallen. Jetzt bist du zwar mit Hass erfüllt, aber weißt du was? Da sag ich schon. Fassad, du kriegst jetzt einen drauf. Nicht nur einen. So, deswegen Attacke. PK zocken. PK Sternsturm. Und ihr beiden auch Attacke. Ach so, du machst jetzt auch ein PSI-Schild. Scheiße. Nicht schlimm. Wir können wenigstens so angreifen. Ja, war jetzt nicht der beste Schaden. Solange er seine Bananen weglässt, ist aber alles gut. Okay, Kumatora ist schneller als Lukas. Das ist scheiße. Das heißt, Kumatora wird erstmal nicht angreifen. Gut, er hat aber noch nichts gemacht. Das heißt, damit das Ganze nicht so verschwendend ist, benutze ich PK Zocken Alpha? Oder habe ich noch einen besseren Angriff? Nee, nur PK. Okay, PK Zocken Alpha. Das zackt. Ja, das ist, frisst nicht so sehr an die PP. Mit Kumatora. Nein, darf ich noch nicht. Da kann ich mit der noch irgendwas Sinnvolles machen? Das hier hilft. Toll. Hatte ich das vorher auch? Na gut, Kumatora ist jetzt ziemlich weg, ziemlich schnell weggestorben. Das ist doch mal so kacke, Mann. Aber wenn das gegen Paralyse hilft, das wäre so praktisch. Aber es ist wahrscheinlich erst, sobald es soweit ist. Also wenn ich es jetzt einsetze, dagegen irgendwie vorzugehen, wird wahrscheinlich eh nichts bringen. Was mache ich mit Kumatora Sinnvolles? Wie viele PP hat sie noch? 53. Also PK zocken würde auf jeden Fall
48 fressen? Ja, dann darf ich gar nichts an PP mit ihr verbraten. Okay. Komm schon auf Lukas. Nein? Lukas! Mann, hallo! Gut, geht doch. Bin froh, dass wenigstens sonst keiner getroffen wurde. Und dann dank dem Franklin-Orden ist Lukas sowieso unantastbar mit Blitzen. Ja gut, der halbe Schaden wieder. Ist jetzt verschwunden? Habe ich das richtig gesehen? Ich hoffe. Weil dann wäre nämlich Kumaturas Angriff keine Verschwendung. Okay. Attacke. Bevor er wirklich gleich Bananen frisst. Habe ich noch irgendetwas, das PP auffrischt? Nee, ne? Ich hätte nur noch was gegen Ohnmächtigkeit jetzt. Lukas hätte lediglich noch etwas, das PP auffrischen könnte. Das Ding wäre fast schon zu schade. Egal, was soll ich anderes machen? Ja, aber gut, Boni. Ach, jetzt geht's los. Komm schon, Kumatora. Ich muss mich jetzt auf dich verlassen. Okay, sehr gut. Der war sehr gut. Mit Lukas kann ich jetzt nur noch PK Blitz machen, das wird gegen ihn aber nichts nützen. Die Heilung reicht leider auch nicht ganz aus für alle. Das heißt, ich werde jetzt, so gut es geht, jeden erstmal ein bisschen heilen. Das heißt, Kumatora kriegt erstmal ein bisschen ab. Lukas ist jetzt erstmal meine Heilmaschine. Scheiße. Mit Kumatora kann ich auch keine PSI-Angriffe mehr machen, außer Heilung. Ich könnte ihn noch... Ja, PSI... Also PP absaugen. Das können wir noch machen. Wenn das hilft. Okay. Es wird kalt. Trotz des Schildes 180. Wow. Gib mir PP. Ja. 5. Naja, besser als nichts. So, gut. Soweit so gut. Ich könnte PK Zocken Alpha noch einmal benutzen. Wäre nicht schlecht. So, Kumatora, was mache ich mit dir? Feuer, Eis Beta, Donner Alpha. Ich mach's einfach mal. Das würde sogar den PSI-Schild umgehen. Wobei, er hat ja eh gerade keinen. Okay, jetzt muss ich auf jeden Fall überlegen, wer Kumatora heilt. Ich würde sagen, Boni macht das. Hast du noch einen 160er? Oder nur 100... Ja gut, hier hast du noch ein Doppeldörfleisch. Einmal auf Kumatora. Komm schon. Ach du, wie mit deiner scheiß Banane. Friss Donner. Und PK zocken. Gut, ich sollte jetzt in die Offensive. Bevor seine Bananen wirklich noch dafür sorgen, dass er noch mehr HP kriegt. Nein, jetzt kommt er auch mit PK Sternsturm. Aber Gott sei Dank halbiert. Scheiße, das ging daneben. Okay, egal. Angriff. Ich muss es einfach probieren. Ich habe die 500 HP fast wieder rausgeholt. Beziehungsweise fast 600 sogar. Es reicht, wir haben ihn. Das war's mit Wunderfassad. Was ein nervenaufreibender Kampf. Und es hat sich gelohnt mit den Erfahrungspunkten. Auch wenn ich tatsächlich ein bisschen Angst hatte, dass es noch schief gehen konnte, aber nö.